Hallo und herzlich willkommen zurück bei Jedi Survivor. So, das ist hier ein Hebel, der das Ding bewegt. Okay. Strom einsetzen und können dann Brücken pflanzen. Nehmen wir erstmal die, die hier ist. Weil da vorne sieht es mir aus, als käme ich dann noch nicht weiter. Fahrstuhl. Da kann ich dann wieder eine Brücke setzen. Warum ist das hier kaputt? Heißt, ich kann da die Brücke nicht setzen. Okay. Ich kann hier irgendwie durch. Ich meine, das ist eine sehr alte Anlage. Da passt sie nicht durch. Na, wundervoll. Aber wenigstens taucht sie dann wieder da auf, wo sie ursprünglich mal war. Okay, das ist interessant. Die Frage ist, wie schnell geht die Brücke aus? Ich denke, das ist ein Insta, ne? Ja. Gucken wir uns mal die Seite der Brücke an. Okay. Warum sollte man den Hebel auch mit der Hand herkommen? Läuft echt komisch manchmal. Kann man nicht anders sagen. Ich meine, dass ich mir von hier aus dann die Kugel da holen kann. Und die dann da rein muss. Okay. So, da kann ich mir das Echo einmal holen. Weil das ist, glaube ich, eine Gesundheits- oder Machtaufwertung. Eine Sackgasse? Nein. Was soll denn das? Okay. Nein, ich kann das lösen. Sackgasse. Padawan versucht gedanklich ein Rätsel zu lösen und ist kurzzeitig frustriert. Jojo. Oh. Ist ja schön und nett. Ihr Knaller. Nehme ich schon mit hoch. Okay.
Das ist so ein Macht- oder Gesundheits-Upgrade. Geschicklichkeit. Na okay, also nicht nur das eine oder das andere. Ist das mein Ausgang? Ja, das ist mein Ausgang. Ein Echo. Mein Padawan ist ungeduldig. Waren wir das einst nicht alle? Die Frage ist, wie er es überwindet. Zur rechten Zeit. Zwei Jedi-Ritter sprechen über ihren sich abmühenden, kämpfenden Schüler und die Natur des Wachstums. Scan. Ich seh's mir an. Geheimes Treffen. Krakelige Schrift an einer Wand, hastig und einem simplen Kindercode geschrieben. Treffen später am üblichen Ort. Sieht aus wie eine Datendesk. Kunde weiter in die Galaxis, um diesen Schatz zu entdecken und herauszufinden, für wen er wertvoll ist. Okay. Bin nicht für die Disc gekommen. Ah ja, guck mal, da ist noch ein Weg, den ich nicht gesehen habe. Irgendetwas fehlt mir noch. Ich meine, ich war überall, außer an dieser, dass ich an diese verschlossene Tür nicht komme. Da ist ein Kugelkoppler drin, den ich... nicht erreichen kann. Muss man die andere Kugel doch noch mal holen. Geht das auf, wenn ich die Kugel da rausnehme? Nein.
Zumindest gehe ich davon aus, muss es irgendetwas hiermit zu tun haben. Mich interessiert jetzt nur mal ganz kurz, wenn ich den auf die Richtung schiebe. Der ist kaputt hier. Ah, jetzt mal nur kurzzeitig drin, alles klar. Ja, Fall. Ist okay. Da ist der Kugelkoppler. Ah, okay, okay, okay. Warum liege ich jetzt nicht da unten drin? Nein, gut. Das heißt, ich kann dann tatsächlich von hier aus die Kugel holen. Die dann mal da unten reinsetzen. Damit öffne ich dann bestimmt die Tür. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Haha. Santari Cree hat noch nie vor einer Herausforderung zurückgeschreckt. Nein. Und bei dieser speziellen Aufgabe scheint sie besonders engagiert zu sein. Die Stimme von dem Ersten ist die Erzählerstimme von Dantes Inferno. Finde ich gut. Zwei Jedi der Republik sinnieren über Santari Cree und ihre Ziele, vor allem ihr Eifer. Bei dieser Mission scheinen sie zu beeindrucken. Doof. Ich hole dich von da hinten und lauf damit hier darüber. Vielleicht. Ich bin noch nicht ganz sicher. Kann ich dich von hier aus holen? Nein. Aber warte mal, ich kann die Kugel doch von der Kugel aus da reinschmeißen, ne? Von der Brücke. Musste ich ja gar nicht von da machen. Ich kann die von hier aus da reinschmeißen, denke ich. Ich bin nicht sicher, aber ich denke, dass das möglicherweise geht. Ja. Wenn ich treffe, geht es. Ich muss ja nur da drin sein, dann kann ich sie da auch einsetzen. Also wenn sie da erstmal liegt.
darf noch nicht runterfahren. Das ist mit Sicherheit nicht so, wie es gedacht war. Ey! Du sollst doch jetzt nicht den Hebel ziehen. Das ist bestimmt nicht so, wie es gedacht ist, aber... Willst du mich eigentlich? Verkackeiern? Ach, warte mal, da hatte ich doch die andere Kugel rausgeholt. Das ist ja total dämlich. Ist ja Blödsinn. Wie kriege ich jetzt diese... Ich weiß, wie ich diese Kugel hochkriege. Komm mal her. Muss hier nur rüber. Kann ich mir die Kugel von oben nach oben holen. Ah, das habe ich auch wieder nicht gesehen. Sie glauben also, dass etwas hinter dem Abyss ist? Richtig. Ein Planet. Nun, hoffentlich ist er den Aufwand wert. Zwei Jedi diskutieren über das Abyss-Projekt und ob dessen Erfolg die aktuellen Investitionen in Kobo wert sind. Nee, du sollst den Hebel, bitte. Danke. So, jetzt kann ich mir hier die Kugel hochholen. Ich weiß nur noch nicht, welchen Zweck das dann hat. Na, guck mal, ich kann die da oben durchschmeißen. Denke ich. Sorgsamkeit. Klingen im Mittag. Warte mal, ging das jetzt alles wirklich nur um die Datendisk? Sehe ich das richtig? Es scheint so, als ginge es nur um die Datendisk. Und dass ich dann jetzt wohl zurück kann. Na gut. Kann es ja jetzt nicht gewesen sein, oder? Gut, ich hätte natürlich. Mission. Nee, hier. Gerüchte. Ach, guck mal, wir haben ein Gerücht abgeschlossen, ja. Und da oben ging es irgendwie noch weiter. Naja, gut, dann war das ein Umweg tatsächlich für die. Junge Dame. Dann können wir jetzt hier einmal so hochgehen, wie es ursprünglich geplant war. Dann geht es hier höher. Die Macht ist mit mir. Aha. Immer schön selbstbewusst bleiben. Karl, ahoi!
Hi. Sachte, sachte, Junge. Das hier ist ein wahrlich seltener Fang. Was ist das? Der sagenumwobene Pfarrfisch. Seine Geschichte ist voller Gier und eine Tragödie, die einen bis auf die Knochen durchnässt. Es gibt nur noch wenige Pfarrfische wegen ihrer schmackhaften Drüsen. Aber ich will die arme Kreatur nicht um ihre Organe erleichtern. Ja, dann packst du halt ins Aquarium. Es ist schön, dass man da nicht mal irgendwas sieht, ne? Blup. Ich will sie in den Saloon bringen. Der Großmaulfahr. Echt jetzt? Ich kann nicht, Um eines Tages einen Partner für sie zu finden. Du spielst den Kuppler, was? Ja, Großmaulfahr, so genannt wegen seiner hervorstechenden Physiognomie, lebt meist in beschatteten Gewässern. Die Säulen und das Blattwerk des Basaltwalds auf Kopo gewähren ihm ausreichend Deckung. Seine relativ große Heckflosse benutzt er wie ein Steuerruder und navigiert damit durch kleine, konstante Korrekturen. Hast du früher schon mal andere Pfarrfische gefunden? Nein, aber beim Angeln geht's darum, die Welt besser zu machen, als man sie vorgefunden hat. Eine Welle ist nur so gut wie der Stein, mit dem du sie verursachst. Wie wär's jetzt mit deiner Geschichte, Junge? Ja, komm, erzähl. Wo waren wir? Ach ja, wegen meines enormen Angeltalents wurde ich zu der geheimnisvollen Undan geführt. Ich seh's noch vor mir. Der kleine Skuva wird in die schwarzmäulige Höhle geschoben. Da war eine kaum zu erkennende Gestalt, die im Mondlicht glitzerte. Ich schrubbte mir die Augen, wie ein alter Matrose das Deck. Und da war sie. Eine enorme Kreatur. Große Tentakel ragten aus ihrem Speck, wie Kabel aus einem Treibstofftank. Ein Tentakel zuckte in die Luft, knapp über meinem Kopf und zack! Genau auf den Schädel, wurde mir erzählt. Ich stolperte aus der Höhle wie eine Landratte beim ersten Besuch auf Deck. Aber noch etwas passierte. Ich glaube, als der Tentakel mich traf, hat Undan etwas direkt aus meinem Gehirn genommen und etwas anderes hineingesteckt. Sie hat etwas in dein Gehirn gesteckt? Ei, Junge. Die große Kunst des Fischfangs. Die Kunst der Konzentration. Und in der Dunkelheit, mit allein den Borsten auf deinem Kinn als Gesellschaft, ist diese Konzentration sehr wichtig. Von diesem Tag an, jedes Mal, wenn ich die Angel ins eisige Wasser warf, fing ich immer einen Fisch. 3 von 7 Mal. Das ist weniger als die Hälfte. Mein Dorf sagte, ich werde alle vor der großen Fischknappheit retten. Ich ahnte ja nicht, dass schon bald die Grapnel an unserer Küste anlegen würde. Ich nehme an, das ist was Schlechtes. Vielleicht, Junge. Vielleicht auch nicht. Aber das ist eine Geschichte für ein andermal. Okay. Wie auch immer er jetzt sehen kann. Oh, große Anlage. Die Steuerung muss woanders sein. Das können wir nicht hacken. Ach. Eben mal wieder. Und da ist irgendwo ein Schiff gelandet. Achso, das ist die Fahrstuhlsteuerung dann, um die es gehen würde. Kann ja nicht sein, dass es hier nicht weitergeht. Da oben hoch komme ich nur mit dem Fahrstuhl, wenn ich das richtig sehe. Und der hier fährt halt nicht.
Weil er wahrscheinlich gerade oben ist. Diese Platte irritiert mich ein bisschen, muss ich ehrlich zugeben, weil sie mich mehr oder weniger in die Richtung lenken würde. Darüber springen ist nicht. Und mit dem Seil komme ich vielleicht da oben drauf, wenn ich einen richtigen Absprung mache. Dreh die Richtung mal. Gut. Priorit. Naja. Noch eine Datendisk. Nein, eine Datendisk. Okay. Zwei Stück schon. Musiktracks findet man auch noch irgendwo. Ah. Okay, da komme ich also nicht weiter. Das heißt, das hier ist erst einmal wieder eine Sackgasse. Verstehe ich nicht. Soll die Waldanlage erreichen. Aber es gibt keinen Weg, den ich jetzt noch nicht gegangen bin. Außer halt da hoch. Und wie zur Hölle komme ich? Das jetzt hier? Kann ich denn die Ebene wechseln? Fragen über Fragen. Ich nehme jetzt nicht die eingestützte Passage, ich nehme mal den Außenposten. Ich bin noch nicht so ganz sicher, wie es jetzt weitergeht. Aber das ist ja erstmal noch nicht so schlimm. Das kriegen wir auch noch irgendwie hin. Können bei Duma nochmal nachgucken. Dann gibt es hier immer noch das Gerücht. Wir können schauen, ob wir jetzt die anderen Plattformen hier. Sperrte Wege. Ne? Wahrscheinlich können wir die nicht benutzen. Kann trotzdem mal gucken. Mit dem Renko brauche ich mich noch immer nicht anlegen. Ist das hier so eine Tür? Ne, das war, glaube ich, für Rollbomben, wie auch immer. Aber das da ist so eine Tür. Pin platzieren. Und wie sehe ich jetzt den Pin auf der Karte? Also nicht Karte, also. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt die richtige Richtung ist, ne? Sieht aber gut aus. Jetzt gucken, ob ich mit dem Schlüssel die Tür hier unten öffnen kann. Auf mich zu verfolgen. Ich habe etwas gehört. Ich bin getroffen. Ja, Invincible Frey. Nimm das.
Toll, Willi. Hilfe, Willi. Du bist echt der. Ey. Ich habe schon 30 Millionen von diesen dämlichen Robotern auseinandergenommen. Ich komme nicht durch. Die Platte vielleicht. Wie komme ich denn da hoch? Muss ich links rum und dann nach oben? War hier drin nicht auch noch irgendwas gewesen, wo ich nicht weiter kam? Ich meine schon, ne? Da war ja die Selbstschussanlage. Loch, wo ich nicht durchkomme. Dann gucken wir jetzt nochmal, wie das mit dem Pin da oben aussieht. Und ich muss noch rauskriegen, wie ich in dem Saloon auf die zweite Ebene komme. Was sich mir ja auch noch nicht so wirklich erschließt. Ah, hier. Ist auch so. Okay. Pin and... Ein bisschen hakelig ist das alles schon, ne? Entfernen. Au. Ja, du darfst da schon runter. Na gut, die Werkbank benutzen wir jetzt auch noch nichts. Hey, ich habe einen Vorschlag für dich. Ja? Bist du an der Chance deines Lebens interessiert? Erzähl. Vielleicht. Lass hören. Ein paar Typen sind in die Mine da drüben gegangen. Seitdem hat niemand mehr was von ihnen gehört. Das stimmt, kleiner Droide. Die Sache hat das Zeug zur Tragödie. Wie fast alles auf Kobo. Prospektoren haben nach Priorit gesucht. Die Mine ist voll mit dem Zeug. Aber diese Leute zu retten, das ist natürlich das Wichtigste. Ich sehe mir das mal an. Jetzt sind wir im Geschäft. Die Mine ist gleich da drüben. Kannst sie gar nicht verfehlen. Ja, da war ich schon drin. Ist ein Rancor drin. Danke. Finde ich noch nicht so wirklich gut. So, wie komme ich jetzt hier aufs Dach auf? Wieso sind die Türen der Gebäude noch immer zu? Sieh an, wer da kommt. Hm? Immer noch beschäftigt. Es gibt immer etwas zu tun. Mit mir zu reden bringt dir keine Kredits ein. Außer du willst mich ausrauben. Das habe ich nicht vor. Ach, dann wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Hey, du! Ja, bitte. Du bist der, der sich mit den Raiders anlegt, richtig? Ja. Dumme Idee. Die Raiders haben in der Reach überall Augen. Hab den Wachturm ausgeschaltet, falls du das meinst. Ach ja? Nun, hoffentlich hat das keine Konsequenzen für den Rest von uns. Die sind ja alle richtig nett zu mir. Die Tür ist zu. Ist das überhaupt die Tür, die auf der Karte angezeigt ist als Tür? Ja. Das ist alles sehr verwirrend hier. Da komme ich auch nicht durch. Da brauche ich so ein Rollerball-Ding-Bombe. Aber die kriege ich vielleicht sogar.
Den brauche ich noch nicht mal. Oh. Doch, brauche ich. Aber wo kriege ich die her? Nicht so, als würden die hier einfach so rumfliegen. Rollen, was auch immer. Vielleicht kann man die über diese Dinger hier. Versperrter Weg, versperrter Weg. Da komme ich auch noch nicht hoch. Okay, also mein Weg soll mich in die Anlage führen. Ich komme aber nicht weiter. Gehen wir erst nochmal jetzt einmal ganz kurz. Das sind überall die Markierungen. Wie komme ich auf die Kantina in den zweiten Stock? Ich kann einmal hier im Laden gucken, was ich jetzt für mein Priorit bekomme. Qualitätsware zu 100% garantiert. Okay, das ist alles. Music Tracks. Ich spare mir mein Priorit erstmal, falls es irgendwo noch mehr so Schlüsselkarten gibt, die ich mir dann holen könnte. Jetzt stelle ich mir nur die Frage, wie komme ich da oben drauf? Jetzt nicht sollte die Kantine direkt einen Zugang zum zweiten Stock, wenn ich das richtig sehe. Ich kann natürlich von da oben. Das soll nicht das Problem sein. Da komme ich ja drauf. Das wissen wir ja schon. Nämlich hier lang. Ist das der vom Boot vielleicht? Der X-Wing? Oh, was ist da denn? Von der Lampe. Ja, aber den schlimmsten Schmerz verursachen die Lampen, die man nicht sehen kann. Einlegen lassen. Was denn bitte? Guck mal, ob ich von da aus in die Kantine überhaupt reinkomme. Wenn das klappt, ist gut. Sache ist halt, ich kann das hier nicht ablegen, aber ja, ich komme von hier aus aufs Dach. Nicht schlecht, was, Kumpel? Die Bedingungen sind perfekt für einen Garten. Gartenarbeit? Pflanzen wir die Samen, die wir gefunden haben. Hier ist dein neues Zuhause. Jetzt warten wir. Ach nee, warte mal. Nochmal Gartenarbeit. Nabu Grün.
Mit Felucia gehen. Irgendeine Idee für eine Farbe, BD? Ach. Na ja, gut. Der Dachgarten. Du hast jetzt Zugang zum Dachgarten von Paltlohns Saloon und kannst dort Samen pflanzen, die du auf deiner Reise gefunden hast. Schneide bestimmte Pflanzen ab, um Kapseln zu sammeln, die mehrere Samen enthalten. Einige Kapseln enthalten neue Farben. Pflanzen gibt es verschiedene Größen und größere benötigen zum Wachsen mehr Platz. Du kannst zusätzlich Parzellen- und Gartenarbeitfähigkeiten freischalten, indem du alle deine Pflanzen auf ihre volle Größe züchtest und einen Gärtner rekrutierst. Aha. Da scheint man hier ja ein bisschen was ausbauen zu können. Also diese Idee, hier so einen kleinen eigenen Stützpunkt einzurichten, das finde ich schon echt cool, muss ich ehrlich sagen. Die Tür ist zu. Das heißt, das bringt mir noch nichts, um an den das Aquarium zu kommen. Das Dachgarten halt. Hat der keinen? Der hat einen direkten schlecht. Zugang. Ich habe schon hässlichere Dachgärten gesehen. Hier durch. Die Frage ist nur, wie wir den von unten aus freischalten. Samen. Kiefern, die könnten für den Garten nützlich sein. Oder? Komm, lass uns ein paar der neuen Samen aussehen. Ein guter Platz, um was anzubauen. Gut. Also der direkte Zugang ist offensichtlich noch nicht für mich vorgesehen. Obwohl es ihn gibt. Eine Werkstatt scheint es auch zu geben. Oh, ich überziehe gerade die Folge mal richtig, merke ich. Naja, gut. Gehört irgendwo alles mit dazu, nicht wahr? Da kommen Erinnerungen hoch. Die Sache ist, dass er mir den Zugang nach oben noch gar nicht freigeschalten hat. Wer bist du jetzt? Vielleicht könnte ein Schuss Hypertreibstoff bei diesem Drink noch was retten. Na gut, wir gehen unten an den Safe Point. Ach, guck mal, einer Schau. Das kann nicht erlaubt sein. Nicht mal hier am Rande der Zivilisation. Komme ich noch nicht ran. Muss ich mal jetzt zwischen den Folgen eruieren, was man da tun kann. Und ich muss rauskriegen, wie wir weiterkommen. Soweit soll es dann jetzt das Ganze erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank und bis dahin, euer Staffel.